sobald das Wetter mitmacht, sind Grillfans kaum mehr zu bremsen. Wer sich trotz hoher Temperaturen für Fleisch weniger erwärmen kann, findet in unseren Läden genügend Ausweichmöglichkeiten. Neben Geflügel und Fisch offeriert Ihnen unsere Metzgerei-Abteilung auch Veggie-Neuheiten für einen abwechslungsreichen Grillabend in der Selbstbedienung 20% günstiger. Wer doch lieber beim Fleisch möchte bleiben, kann sich für Produkte aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung von Coop Natura Plan entscheiden. Jungrinder für Coop Natura Beef wachsen natürlich auf. Mit Muttermilch und später Gras und Heu vom eigenen Betrieb. Auslauf und eingestreute Liegeflächen mit Tageslicht sind Vorschrift. Auch die Soi haben freien Auslauf. Es hat eingestreute Liegeplätze und genügend Raum zum Fressen. Der Armin hat sich heute auch für Fleisch entschieden, für Coop Natura Pork, und ist schon schwer am Arbeiten. Es gibt Schweinskotelett vom Grill an einer süssauren Marinade und Soße. Grüezi miteinander. Für Marinade Ananasscheiben fein hacken, Ingwer schälen und sofort zu der Ananasraffel. Eine kleine Peperoncino halbieren, entkernen und ganz fein hacken. Dann mit hellem Essig, weissen Balsamico, Honig, Erdnussöl, Koriander und Geienpfeffer ganz gut verrühren. Die Hälfte der Marinade verteilen wir über das Fleisch verteilen und zudeckt im Kühlschrank mindestens eine Stunde marinieren. Die andere Hälfte tun wir für die Soße auf die Seite. Während dieser Zeit Zucchini halbieren, aushöhlen und mit Pfeffer, Paprika und Salz ganz leicht würzen. Ausgehöhlte Hacken, Knoblauch dazupressen, Basilikum und Feta-Käse dazugeben. Und die Gemüsehälften damit füllen. Dann in Alufolie einpacken und ca. 20 Minuten auf dem Grill garen. Bevor das Gemüse so weit ist, als Fleisch grillieren und mit der Soße nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung servieren. Damit gebe ich zurück ins Studio und wünsche weiterhin einen schönen Abend. Danke, Armin. Eingefleischte Grillfans mit weniger grossen Gärten oder Nachbarn, die am Grillieren nicht so den Plausch haben, empfehle ich übrigens einen Gasgrill aus dem grossen Angebot in unseren Bau- und Hobbymärkten. Gasgrills sind beliebt, weil es schneller geht, nicht raucht und wegen der Keramik oder Lavastein auch weniger störend qualmt. Auch zu putzen gibt es weniger, wegen der sauberen Energie. Wer auf Feuer und Rauch nicht will verzichten und die ursprüngliche Grillatmosphäre bevorzugt, findet in unseren Bau- und Hobbymärkten neben dem entsprechenden Zubehör auch Holzkohlegrill wie der Weber Kugelgrill zu interessanten Preisen. Was man zum Grillieren auch noch braucht, sind gute Messer. Bei mir im Studio darf ich jetzt einen Fachmann begrüßen, der weiss, wie man mit scharfen Klingen umgeht. Herzlich willkommen im Studio, Michael Graf. Grüezi, Herr Graf. Guten Morgen. Schön, sind Sie da. Wenn Sie wissen dürfen. Herr Graf, Sie sind gelernter Messerschmied. Auf was muss man schauen bei den Messern? Zuerst vielleicht gerade auf die Anwendung. Nicht jedes Messer eignet sich für alle Arbeiten in der Küche. Es gibt verschiedene Verwendungszwecke, wo man auch verschiedene Messer kann brauchen dazu. Als erstes hier vielleicht zum Beispiel ein Rüstmesser, das braucht für kleinere Arbeiten, Rüsten, vor allem Gemüse. Das zweite ist ein Tomaten, ein Wurstmesser, das man sehr gut brauchen kann für kleinere Stücke von Salami oder auch andere Wurstwaren. Das grosse hier ist ein Tranchiermesser, das man sehr gut braucht, für Rolls oder Bratnungsfleisch zu tranchieren. So Messer sind ja nicht billig. Ein sorgfältiger Umgang kann sich also sicher lohnen. Das auf jeden Fall. Vielfach werden die Messer stumpf im Umgang, in der Schublade zum Beispiel, wenn die Klingen aufeinander schlagen. Darum ist es sehr zu empfehlen, dass man zum Beispiel die Messer getrennt aufbewahrt, in einer speziellen Vorrichtung, die man sich auch selber machen kann, schön abtrennt in der Schublade. Oder am Magnetschienen, wo jede Klinge einzeln an einem Magnetschienen aufgezogen ist. Was sehr gut ist, ist ein Messerblock zum Beispiel, wo auch jede Klinge einzeln in einem Fächli versorgt ist, wo man nur wärmstens empfehlen kann. Auch das beste Messer wird mal stumpf. Wenn der Schnitt langsam nachlässt, ist der Wetzstahl ein sehr gutes Hilfsmittel, wo man den Schnitt immer wieder ein bisschen rauszögern kann. Wenn es gar nicht mehr funktioniert, dann kann man die Messer bei uns bringen, zum Nachschleifen. Genau, das professionelle Schleifen, das kann man bei Ihnen machen. Auch die Coop gehört, wie man mir gesagt hat, zu Ihren Kunden. Das ist ja so. Wöchentlich tue ich für die Coop-Verkaufsregion Bern alle Fleischmesser nachschleifen. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich fürs Mitmachen bedanken und bei Ihnen, Herr Graf, ganz besonders mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals.
Grillieren weiterhin Freude macht und nicht durch einen Brand zur negativen Erfahrung wird, stellt Ihnen die Beratungsstelle für Brandverhütung in Zusammenarbeit mit GOB einen Flyer mit wertvollen Tipps zur aktiven Brandverhütung zur Verfügung. Den Flyer können Sie ab sofort in unseren Läden beziehen. In einer Woche informieren wir Sie über die aktuelle Sommermode von GOB Naturallein. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Bis dann, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.